wieder die ganze Doppelmoral ihrer wertebasierten Außenpolitik auf, indem sie weitere Waffenlieferungen nach Israel fordern. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hatte im Bundestag einen Antrag gestellt, der den Stopp aller Waffenlieferungen nach Israel vorsieht. Die Grünen lehnen das natürlich ab. Die Sicherheit Israels und auch die Unterstützung der rechtsradikalen israelischen Regierung sind deutsche Staatsräson. Und die Grünen werden uns gleich erklären, wie sie das begründen. Wir schauen uns nämlich die Bundestagsrede der Grünen-Fraktion dazu an. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach dem furchtbaren Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat sich die Bundesregierung immer wieder zu ihrer Verantwortung für Israels Sicherheit und zu Israels völkerrechtlich verbrieftem Recht, seine Bevölkerung zu verteidigen, bekannt. Da die Bedrohung, den Israel von vielen Seiten ohnehin ausgesetzt ist, wie von der Hamas, von der Hisbollah, von den Houthis, vom Iran noch zu Die Houthis und die Hisbollah haben gesagt, wir werden jeglichen Beschuss auf Israel einstellen, wenn der Völkermord in Gaza endet. Also Israel ist da keiner Bedrohung ausgesetzt. Ganz im Gegenteil, der Libanon ist einer Bedrohung durch Israel ausgesetzt. Netanyahu hat schon damit gedroht, den Libanon zu einem zweiten Gaza zu machen. Und und wir können uns mal anschauen, was er vor einem Jahr über Gaza gesagt hat. Wir werden Gaza zu einer Insel aus Ruinen machen. Das sagte er am 8. Oktober letzten Jahres. Was folgte, war der Völkermord, den wir gerade in Gaza sehen. Jetzt hat er angekündigt, den Libanon zu einem zweiten Gaza zu machen. Ein weiterer israelischer Minister hat sich ins Fernsehen gestellt, gesagt, der Libanon sei ja keine souveräne Nation. Und wenn der Libanon sich so weiterentwickle, dann werde das Ganze auf eine Vernichtung des Libanons hinauslaufen. Aber hey, Israel ist existenziell bedroht und man muss es auf jeden Fall weiter mit Waffen beliefern. Zunahmen wurden zunächst mehr Rüstungsexporte genehmigt. Seit Januar sind auch, der Kollege Schwabe hat es gerade schon ausgeführt, aufgrund der Kriegsführung im Gazastreifen mit sehr hohen Opferzahlen innerhalb der Zivilbevölkerung die Genehmigungen zurückgegangen. Das Umdenken in der Bundesregierung gibt es also durchaus. Dieser Krieg. Also Deutschland verzehnfacht seine Waffenlieferungen 2023, liefert dann 2024 etwas weniger Waffen und sagt, hey, die Waffenlieferungen sind zurückgegangen. Im Gegensatz zu einem Wert, der sich mehr als verzehnfacht hatte, Deutschland ist der zweitwichtigste Waffenlieferant Israels. Also das hier ist komplett lächerlich. Hat bereits über 36.000 Todesopfer in Gaza gefordert. Noch immer befinden sich 116 Geiseln in den Händen der Hamas. Es gibt unendliches Leid und Trauma auf allen Seiten. Je länger dieser Krieg andauert, desto weiter rückt eine langfristige friedliche Lösung in die Ferne. Wenn wir über politische Perspektiven von Frieden sprechen, möchte ich in dieser Debatte gerne ein Thema ansprechen, das leider in der öffentlichen Wahrnehmung häufig in den Hintergrund rückt: die Situation im Westjordanland. Seit dem 7. Oktober hat die Gewalt dort rasant zugenommen. Laut UN-OCHA wurden über 500 Palästinenser, darunter auch 130 Kinder, getötet. Über 5.000 wurden verletzt. 12 Israelis wurden getötet, 105 verletzt. Rund 2.000 Palästinenser wurden in den letzten 8 Monaten von ihrem Land vertrieben. Der völkerrechtswidrige Siedlungsbau wird immer weiter vorangetrieben. Der überwiegende Teil der Straftaten an Palästinensern wird nicht geahndet. Die israelische Regierung hat die völkerrechtliche Verpflichtung, auch in den besetzten Gebieten alle Menschen vor Angriffen und Gewalt zu schützen. Straftaten. Naja. Erst einmal hat die israelische Regierung die völkerrechtliche Verpflichtung, sich aus diesen Gebieten zurückzuziehen. Israel hat dort nichts verloren. Es sind, wie der Name schon sagt, besetzte Gebiete. Konsequent zu verfolgen und zu bestrafen. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich in den letzten Monaten unermüdlich mit diplomatischen Mitteln für eine beidseitige Waffenruhe, die Freilassung der Geisel und den Stopp des Siedlungsbaus eingesetzt. Sie ist oft in die Region gereist, um für eine Zwei-Staaten-Lösung zu werben.
Es braucht jetzt eine sofortige Waffenruhe. Der Drei-Phasen-Plan der USA liegt auf dem Tisch und wird durch die Resolution 2735 des UN-Sicherheitsrates unterstützt. Nun müssen die letzten Hürden auf dem Verhandlungsweg genommen und sowohl die Hamas als auch die Regierung Netanyahu dazu gebracht werden, dass sie ein solches... Wir haben, also die Regierung Netanyahu hat alle Verhandlungsangebote der Hamas, die auch die Freilassung aller Geiseln beinhalteten, bisher abgelehnt. Solches Abkommen unterzeichnen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wichtig, dass wir streiten über die richtigen Hebel und über Lösungen. Dass wir reden über den Schmerz, die Wut, die eigene Ratlosigkeit, die sicherlich viele hier angesichts dieses fast auswegslosen erscheinenden Konfliktes manchmal verspüren. Aber dazu müssen wir aufhören, uns bei jeder Meinungsverschiedenheit diffamierende Anschuldigungen an den Kopf zu werfen. Denn das hilft niemandem. Weder uns. Ja, es ist doch die Politik der Bundesregierung. Also der Verfassungsschutz macht doch genau das, die Friedensbewegung als antisemitisch oder rechts oder sonst was zu diffamieren und sie anschließend zu überwachen. Also das ist ja wirklich Realsatire, was hier abläuft. Also dass ausgerechnet eine Grüne sowas sagt. Hier noch den Menschen dort. Stattdessen braucht es Mut, die unterschiedlichen Perspektiven, welche im Rahmen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sind, auszuhalten. Denn ohne diesen Mut werden wir keinen konstruktiven Diskurs hier hinbekommen. Und auch wenn wir in unseren Analysen des Konfliktes und bei den Lösungswegen uneinig sein mögen, bin ich mir sicher, dass wir uns einig sind, dass es eine Zukunft braucht, in der die israelische und die palästinensische Bevölkerung friedlich, selbstbestimmt und gleichberechtigt in zwei Staaten leben können. Ja, das hat nichts mit der Realität zu tun. Es wird keinen palästinensischen Staat geben. Deswegen ist es übrigens auch schlau, die Hamas mit Geld zu unterstützen. Das hat Netanyahu ja vor einiger Zeit gesagt. Also die Hamas ist nämlich die Garantie dafür, dass es keinen palästinensischen Staat geben wird. Und wo wir schon bei friedlich und gleichberechtigt sind, schauen wir uns doch mal an, was Bezalel Smotrich, der israelische Finanzminister, so gesagt hat. Es wäre moralisch gerechtfertigt, die zwei Millionen Palästinenser, die in Gaza leben, verhungern zu lassen. Also Smotrich hält einen Völkermord in Gaza für moralisch gerechtfertigt. Einziges Problem ist, dass die internationale Gemeinschaft das nicht so gut fände und Israel damit an Legitimität verlöre. Also die israelische, das sind die Mitglieder der israelischen Regierung. Das sind Rechtsextreme. Die wollen kein friedliches Zusammenleben. Die wollen alle Palästinenser lieber heute als morgen vertreiben. Die wollen auch noch weiter expandieren. Smotrich hat schon gesagt, dass Jerusalem auch bis Damaskus reichen könne. Und Netanyahu hat jetzt im Libanon angedroht, dass er zu einem zweiten Gaza gemacht werden würde. Also es ist vollkommen eindeutig, 68% der Deutschen lehnen Waffenlieferungen nach Israel ab. Naja, schauen wir mal, ob die Grüne noch was dazu sagt. Nee, das war's. Die Grünen sind für Waffenlieferungen nach Israel. Sie haben dem Antrag natürlich nicht zugestimmt vom BSW, aber sie sagt es nicht mal. Sie spricht nicht mal offen aus. Ey, die Grünen sind wirklich die verlogenste Partei, wie man sich vorstellen kann. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Aber ich zeige euch nochmal die Zahlen. 68% der deutschen Bevölkerung lehnen die Waffenlieferung nach Israel ab. Auch 62% der Grünen-Anhänger und sogar 80% der AfD-Anhänger. Also die AfD befürwortet die Waffenlieferung nach Israel. Wir hatten uns die Rede der AfD schon angehört. Aber trotzdem sind 80% der AfD-Anhänger gegen diese Waffenlieferung. Also das ist ja bei allen Parteien außer beim BSW ein deutlicher Konflikt. Das BSW ist nämlich die Partei, die die Waffenlieferung nach Israel stoppen will.